Moment, um eure Sachen auszupacken. Ich hoffe, ihr habt die Artussage alle in den Ferien gelesen. Ja! Ihr wisst, die Sage wurde immer wieder neu erzählt. Hat jemand eine Idee, wie wir den Text jetzt vor die Kamera bringen? Helene? Das können wir nur als Love Story machen. König Uther war so verliebt in Lady Egwene, dass er sich auf den Deal mit Merlin eingelassen hat und sich zu ihr geschlichen hat. Mein Gemahl, was führt euch zu mir? Warum habt ihr Terabil verlassen? Ist die Belagerung vorbei? Heute Nacht kümmert mich die Belagerung nicht. Vor Sehnsucht nach euch bin ich fast umgekommen. Lasst uns in euer Gemach gehen. Und sie heirateten bald. Artus war also ein Spross reiner Liebe, musste aber bei Lady Ektor aufwachsen. Boah, wie schnulzig. Das ist doch keine Liebesgeschichte. Lasst uns die Artus-Sage als Kampf-, Horror-, Splatter-Geschichte erzählen. Einige Jahre nach dem Tod von Lady Egwene starb auch König Uther. Im Land brach Chaos aus. Wieder schlechte Splitterfilme geguckt. Lasst uns aus der Artussage einen Abenteuerfilm mit ein bisschen Magie machen. Wie es Merlin versprochen worden war, wuchs Artus bei Lady Ektor auf, gemeinsam mit seinem Milchbruder Kai und seiner Halbschwester Morgana. Er wurde in der Burg in den ritterlichen Künsten geschult, stand als Seemannskind, aber hinter Kai zurück. Doch einmal in der Woche ging Artus in den Wald, wo auf einer lieblichen Lichtung Merlins Turm stand. Der Magier lehrte ihn alle Dinge, die einem Herrscher von Nutzen waren. Aus Artus wurde so langsam ein Mann von Klugheit und Weitblick. Eines Tages verkündete ein Bote, dass in London ein großes Turnier stattfinden würde. Sofort machten sich Artus, Kai, Morgana und Lady Ektor auf den Weg. In London waren bereits Lords und Ladies aus allen Teilen des Reiches zusammengekommen und wurden vom weisen Merlin begrüßt. Morgen soll das Turnier starten und nun geht in eure Unterkünfte. Fata viam inveniend. Hä? Kann denn hier keiner mehr Latein? Früher war wirklich alles besser. Das Schicksal findet seinen Weg. Abracadabra. Oh, guck mal! Ein Wunder ist geschehen! Merlin, erklär mal! So steht es hier geschrieben. Der, welcher dieses Schwert aus dem Stein zieht, ist rechtmäßiger König von Britannien. Oh, ich cool. Lass mich mal. Geh mal weg. Wartet das Turnier ab. Es werden noch mehr Edelleute anreisen. Lass den Skulltuber ran.
Sag mal, hast du wieder die ganze Nacht Fortnite gespielt? In unserem Film werden bestimmt keine Fortnite-Figuren mitspielen. Wer von euch möchte die Abenteuergeschichte weitererzählen? Am nächsten Tag kommen Artus, Kai, Morgana und Lady Hector früh am Turnierplatz an. Mist! Artus Bruder, Morganas Schwester, lauft schnell los! Ich habe mein Schwert vergessen! Ist mein erstes Turnier, beeilt euch! Kannst aber auch ein bisschen netter sein. Machen wir, Bruder, sind gleich wieder da. Warte mal, müssen wir nicht da lang? Stimmt. Mist, die Tür ist verschlossen. Sind alle schon zum Turnierplatz aufgebrochen? Was machen wir jetzt? Wir kennen uns hier in London nicht aus. Vielleicht finden wir noch einen Waffenschmied, der nicht beim Turnier ist. Komm. Artus, hier ist doch ein Schwert. Nimm doch das. Merlin, bist du hier? Artus, hier ist niemand. Jetzt nimm schon das Schwert. Endlich. Entschuldigung, Kai, das Haus war verschlossen, aber ich hab dir ein anderes Schwert mitgebracht. Wo ist das her? Reg dich nicht so auf, Bruder. Es steckte vor einer Burg in einem Stein. Ich bringe es nach dem Turnier wieder zurück. Mutter, ich habe das Schwert aus dem Stein. Du musst doch gleich von England werden. Mein Herr und Gebieter, haben Sie denn nicht gelesen, was auf dem Knauf dieser Waffe steht? Jeder hier in London weiß es. Der, welcher dieses Schwert aus dem Stein zieht, ist rechtmäßiger König von Britannien. Ihr, mein Pflegekind, werdet unser Herrscher sein. Von einem bartlosen Wicht soll Britannien regiert werden. Von einem Kind, von dem wir nicht mal wissen, wessen Sohn er ist. Niemals. Ja! Einfach nicht aushalten, was jemand anderes hier machen soll. Artus ist ein guter König. Er wird uns vor den gierigen Adligen schützen, die uns nur ausnutzen und überall Krieg spielen. Er ist nett und gar nicht eingebildet. Vielleicht ist der Zauber erloschen. Ich versuche nochmal, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Abracadabra. Nur zu. Ihr habt eine blühende Fantasie. Das darf ich euch lassen. Aber ihr müsst schneller zum Punkt kommen. Wir haben heute wieder nur die Hälfte geschafft. Ihr könnt eure Sachen einpacken. Wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen! Thank you.